Wir schauen uns ein neues Bauteil an. Also jetzt kommen jetzt schon langsam die interessanteren Bauteile. Und ich werde jetzt ein Muster erkennen. Also der Kurs, der geht noch eine Zeit lang. Ich werde jetzt feststellen, alle drei oder vier Kurseinheiten kommen mit dem Spruch, jetzt kommen schon langsam die interessanten Bauteile. Und dann vergehen ein paar Monate und ich komme wieder mit, jetzt kommen die interessanten Bauteile, Operationsverstärker. Und jetzt kommen die interessanten Bauteile, Kondensatoren. Wir haben nicht mehr nur diese Widerstände und die Quellen, sondern wir haben was ein bisschen aufregender ist, was ein bisschen mehr macht. So, da habe ich zwei Absätze, die eigentlich vollständig erklären, was für ein Kondensator ist. Also ich könnte das sagen und dann könnte man Pause machen, weil das ist alles gesagt, aber ich glaube, es ist besser, wir werden uns ein bisschen näher damit beschäftigen, was diese Satzzahlen aussagen. Erster Satz, Kondensatoren sind Bauteile, die elektrische Energie im elektrischen Feld speichern können. Dieser Absatz steht im Wesentlichen hier, damit niemand kommen kann und sagen kann, na, aber du erklärst ja nicht, wie das genau funktioniert mit einem Kondensator. Das kann ich sagen, naja, da steht die, elektrisches Feld. Wir schauen uns das nicht mehr an. Wir haben, es gibt dann einen Workshop, den wir machen werden zu Vektoranalysis und wie sich halt die elektrischen Felder und so verhalten. Da können wir uns das noch ein bisschen näher anschauen. Aber wenn wir eine Schaltung aufbauen, dann ist für uns eigentlich nicht relevant, wie dieser Kondensator als Bauteil innen drinnen funktioniert und auf welches physikalische Phänomen der aufsetzt. Viel, viel wichtiger ist, dass wir eine adäquate Beschreibung dieses Bauteils haben in unserer Begrifflichkeit von Strom und Spannung. Das ist das, mit dem wir versuchen, quasi die Bauteile zu verstehen, weil das die Größen sind, mit denen wir operieren können. Und dann ist uns eigentlich egal, ob das eine ganz, ganz komplizierte Operationsverstärkerschaltung da drinnen ist, die das macht, oder einfach nur zwei Platten im Vakuum. Solange es diese Definition erfüllt, können wir damit Schaltungen machen, wir können damit arbeiten. Weil wir sagen, Strom und Spannung, das sind die von außen beobachtbaren Größen. Und genauso wie wir uns jetzt gerade wiederholt haben, bei der linearen Quelle mit innerem Spannungsquelle oder inneren Stromquelle, wenn sich von außen nicht feststellen lässt, wie genau die innere Mechanik ist, dann ist uns die eigentlich auch wurscht. Es reicht die Beschreibung von außen, die wir verwenden können, um das hier zu verwenden als Komponente. Und das hier, also dieses Schaltsymbol hier, ist der Kondensator. Gut, also wir kommen zu dem zweiten Absatz. Wird ein Kondensator von Strom durchflossen, so baut der Kondensator eine Spannung auf, die dem Strom entgegenwirkt. Diese Spannung ist proportional zur Ladungsmenge, die durch den Kondensator geflossen ist. Puh. Von außen betrachtet. Und also wir wollen uns jetzt nicht über Pauli-Prinzipien unterhalten und kann nicht unterscheiden, ob das gleiche Elektron rein und wieder rauskommt oder was ein anderes ist. Aber genau. Aber von außen sehe ich quasi, Strom geht rein, Strom geht raus. Und damit ist für mich als Elektrotechniker, Strom fließt durch. Das ist. aber ich verstehe, warum das durch den Kondensator geflossen, warum das nicht ganz koscher ist. Es ist ja auch nicht ganz koscher, aber wir wollen uns auf diese Ebene beschränken. Wir haben ganz am Anfang haben wir über Bilder gesprochen, wie man sich Strom und Spannung vorstellen kann. Wir haben verschiedene Konzepte genannt und eins davon, was dann eben wieder aufgekommen ist, ist eben dieses Flüssigkeiten in Rohrsystemen. Jetzt kommt wieder die Warnung von mir, dass man diese Bilder mit Vorsicht verwenden sollte, weil wenn ich mir Flüssigkeiten in Rohrsystemen vorstelle, dann schleppe ich eben viele Sachen mit, die einfach für Flüssigkeiten gelten, aber nicht für einen Strom in einem Leiter. Und sich da nicht einfach eine Kugel mit einer Membran in der Mitte vorstellen? Du meinst jetzt den Kondensator schon? Ja. Ja, ich komme gleich zu diesem Bild. Ich bin jetzt noch bei meiner allgemeinen Warnung, die ich jedes Mal sage, wenn wir von diesen Flüssigkeiten in Rohrsystemen sprechen. Ich glaube, ein Beispiel war die Bernoulli-Gleichung, oder? Warum? Das ist eine Energieerhaltungsgleichung aus der Strömungsdynamik, aber wenn quasi jemand sich auskennt mit Flüssigkeiten in Rohrsystemen und ich sage, da ist eine Flüssigkeit, die bewegt sich im Rohrsystem, dann hat er eine sehr exakte Vorstellung davon, was das bedeutet. Und wenn ich dann sage, du,
Das mit dem Strom ist ganz einfach. Du brauchst dir nur eine Flüssigkeit in einem Rohrsystem vorstellen. Dann kommt der mit seinem riesen Rucksack, weil er weiß, wie schwierig Flüssigkeiten in Rohrsystemen sind. Und ich komme und sage, das ist ganz einfach. Also nehmt quasi das abstrahierte Bild von Flüssigkeiten in Rohrsystemen. Und dann haben wir gehabt, der Druck ist quasi die Spannung und die Flüssigkeitsmenge ist die Ladung. Und dann ist die Strömung, also Flüssigkeitsmenge pro Zeiteinheit durch den Querschnitt des Rohrs, gleich dem Strom, also die Ladungsmenge pro Zeiteinheit durch den Leiterquerschnitt. So, und in diesem Bild wollen wir jetzt ein Bild dafür aufbauen, wie sich so ein Kondensator verhält. Und ich versuche das gut zu zeichnen. Wir werden schauen, ob das hingeht. So. Gut, also das hier soll jetzt mal ein Hohlzylinder sein. Und wir haben da quasi ein Rohr dran und da ein Rohr und so weit kann da einfach Flüssigkeit durchfließen. Und das ist kein interessantes Bauteil, das eine eigene Erwähnung finden sollte. Und jetzt baue ich in diesem Hohlzylinder in der Mitte einen Kolben ein. So. Und jetzt kann die Flüssigkeit nicht mehr durchfließen. Also, wenn ein bisschen Flüssigkeit mehr kommt, bewegt die den Kolben nach rechts. Und dann verdrängt der Kolben das, was hier ist. Das heißt, solange ich ein bisschen Flüssigkeit hin und her schiebe, verhält sich das eigentlich, als wenn das offen wäre. Ich schicke auf einer Seite einen Liter rein, auf der anderen Seite kommt ein Liter raus. Vorausgesetzt, das ist alles groß genug. Was uns jetzt noch fehlt zum Kondensatorbild, ist eine Feder. Ich versuche das jetzt als vielleicht so, das soll eine Sprungfeder sein. Und da ist dann eine zweite Feder. Und diese beiden Federn sind jetzt quasi bemüht, diesen Kolben in der Mittelposition zu halten. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, also wenn ich den mal einfach so stehen lasse und der Kolben ist genau in der Mitte, dann baut diese Feder keinen echten Druck auf. Weil auf der linken und auf der rechten Seite die gleiche Kraft auf diesen Kolben wirkt und der bleibt einfach dort, wo er ist und ist ganz glücklich. Wenn ich jetzt Flüssigkeit von links nach rechts durchfließen lasse, stauche ich diese rechte Feder. Wir gehen davon aus, dass diese Federn quasi hier nicht ihren Ruhepunkt haben, sondern die Feder möchte, dass der Kolben ganz rechts ist, die Feder möchte, dass der Kolben ganz links ist. Und selbst wenn wir die Federn so weit stauchen und strecken, sind sie immer noch idealen Federn. Also es sind hier keine Flüssigkeiten. Flüssigkeiten sind viel komplizierter. Das ist nur ein Bild. Also ich schicke ein bisschen Flüssigkeit durch. Das geht auch, aber dazu muss ich den Kolben bewegen. Und wenn ich diesen Kolben bewege, baut der einen Druck auf. Und der Druck wirkt entgegen der Flüssigkeitsströmung. Und das ist genau das, was hier passiert. Ich habe einen Kondensator und durch diesen Kondensator schicke ich Strom durch. Und da kann eine Zeit lang Strom fließen. Solange ich nur ganz kurz ein bisschen Strom durchschicke, kein Problem. Aber wenn der Strom immer in der gleichen Richtung durchfließt, baut sich hier eine Spannung auf. Und ich muss diesen Stromfluss gegen diese Spannung aufrechterhalten. Hier baut sich ein Druck auf. Und wenn ich weiter Strom durch dieses komische Bauteil durchschicken möchte, dann muss ich auf einmal einen größeren und größeren Druck selber aufbringen, um diesen Kolben noch weiter bewegen zu können. Und der Druck entspricht dem Spannung. Das heißt, diese Stromquelle hier, damit weiter und weiter Strom durch diesen Kondensator durchfließen kann, muss die eine immer höhere Spannung erzeugen. Also ich glaube, mit diesem Bild kann man das so ein bisschen rübernehmen, wie verhalten sich diese Bauteile. Grundsätzlich kann durch einen Kondensator mal Strom fließen, aber wenn Strom in eine Richtung durchfließt, baut der eine Spannung auf, die gegen diesen Stromfluss wirkt. Und das heißt auch, wenn der mal geladen ist, dieser Kondensator, dann verhält er sich auch kurzfristig so wie eine Spannungsquelle. Solange ich quasi nicht viel Strom hin und her schicke, sondern nur messe, wie viel Spannung da ist, hält der die. Genauso hier, wenn ich jetzt hergehe und da mal eine Strömung, also Strömung in diesem Bild, Strom in diesem Bild, wenn ich eine Strömung durchschicke und dann verschließe ich diese Enden und ich messe dann nur nachher den Druck mit irgendeiner Sonde, dann werde ich feststellen, dass es da eine Druckdifferenz gibt zwischen diesen beiden Kammern. Und die wird sich auch nicht ändern. Genauso, wenn ich diesen Kondensator mit einem Strom lade und dann nehme ich ihn aus der Schaltung heraus und dann messe ich den, dann werde ich auch sehen, dass da eine Spannung ist. Das XZS hat nichts geholfen. So. Gut, also wenn ich hier Strom durchschicke, baut sich diese Spannung auf,
Das ist das Wesen von so einem Kondensator. Jetzt haben wir eine grobe Vorstellung davon, was ein Kondensator tut. Eine grobe Idee. Solange wir die haben, versuchen wir das in Formelzeichen zu gießen. Wenn ich dieses Bild hier habe, und ignorieren wir jetzt mal, sagen wir, alle Federn sind gleich, das Einzige, was ich variieren kann, ist die Größe dieser Kammer. Wenn ich hier eine sehr große Kammer habe, dann muss ich viel Flüssigkeit durchschicken, um diesen Kolben auch nur ein bisschen zu bewegen. Wenn ich hier aber eine sehr kleine Kammer habe, dann reicht auch eine wenig Flüssigkeitsmenge, damit eben dieser Kolben sich stark bewegt, weil natürlich die Flüssigkeitsmenge proportional zu dem Volumen ist, was hier verdrängt werden muss. Und wenn ich irgendwie diese Querschnittsfläche vergrößere oder verkleinere, dann kann ich eben mit dem gleichen Volumen hier einen größeren oder kleineren Weg zurücklegen für diesen Kolben. Und ähnlich ist das auch beim Kondensator. Da habe ich auch so eine Kenngröße, die mir quasi sagt, wie viel Strom muss ich da eigentlich durchschicken, damit sich die Spannung an dem Bauteil ein bisschen verändert. Und diese Kenngröße nennt man Kapazität und die hat eben das Einheitszeichen C und nennt man Farad diese Einheit. Und wenn eben dieses C sehr groß ist, dann brauche ich viel Strom, damit sich ein bisschen die Spannung ändert am Kondensator. Wenn dieses C sehr klein ist, dann reicht auch wenig Strom und die Spannung an dem Kondensator verändert sich schnell. Diese Beziehung wird ausgedrückt durch diese Formel. Q ist C mal U. Und ich versuche die jetzt möglichst groß hier hinzuschreiben. So. Mein Bruder hat meine Merkregel dafür mal gesagt, die so dämlich ist, dass man sie sich merkt. Das ist das erste zoologische Gesetz der Elektrotechnik. Q ist gleich Q. So. Und so vergisst man das nicht. Das ist herrlich. Also, dieses Q ist natürlich unsere Ladung. Und dieses C mal U ist Kapazität, diese neue Größe, mal der Spannung an dem Kondensator. Das heißt, die Ladung, von der wir hier reden, das ist quasi die Gesamtladungsmenge, die bisher durch den Kondensator durchgeflossen ist. Also wenn wir dann einen Strom haben von einem Ampere zum Beispiel, der durch diesen Kondensator durchfließt, sagen wir, das ist ein riesiger Kondensator und da können Ströme von einem Ampere durchfließen. Ja, natürlich. Also ich schicke da immer diese Funker. Nein, super. Also, sagen wir, ich schicke da 1 Ampere durch dieses Bauteil durch, dann ist nach einer Sekunde wie viel Coulomb da durchgeflossen? 1 Ampere. Ja, und 1 Ampere-Sekunde ist ein Coulomb. Und nach 2 Sekunden sind dann wie viel Coulomb? 2, genau. Das summiert sich einfach auf. Wenn ich da irgendwie eine Tonne habe und da fließt Wasser rein und dann fließt da 1 Liter pro Sekunde rein, na klar, dann ist in der ersten Sekunde 1 Liter drin, nach der zweiten Sekunde 2 und so weiter und so fort. Und da fließt halt nichts in den Kondensator hinein und verschwindet drinnen, sondern es schaut zumindest von außen so aus, als ob es durchfließen wird. Und da sitzt drinnen eben ein kleines Heinzelmännchen, das mitzählt, wie viel ist da durchgeflossen in der einen oder anderen Richtung und zählt das in irgendeiner Q-Variable mit. Zumindest funktionieren Schaltungssimulatoren genauso. Also in der Realität ist es halt kein Einzelmännchen. Gut. Also wir haben hier unser erstes zoologische Gesetz der Elektrotechnik. Q ist gleich C mal U, Q ist gleich Q. Und jetzt können wir einfach da an den Einheiten uns überlegen, wenn wir das da umformen, nicht, wenn wir das U auf die andere Seite tun, dann haben wir da schon stehen. Ladung pro Spannung, also Coulomb pro Volt, das ist das, was so ein Farad ist, in anderen Einheiten ausgedrückt. Man braucht das halt so häufig, dass man nicht sagt, dieser Kondensator hat jetzt 1 Coulomb pro Volt, sondern man sagt, dieser Kondensator hat 1 Farad. Ein bisschen verwirrend hier ist, dass wir als Einheitszeichen für die Kapazität das C haben. Wenn man genau schaut, sieht man, das ist ein schräg gesetztes C. Das ist ein Formelzeichen, das ist ein Einheit, genau, das ist Formelzeichen C. Das ist ein schräg gestelltes C.
ist ein Formelzeichen. Und hier haben wir ein nicht schrittgestelltes C, das ist die Einheit Coulomb. Also dieses C und dieses C sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und das erkennt man natürlich super gut im Skriptum und noch besser, wenn ich es am Flipchart schreibe. Also man muss dann immer ein bisschen mitdenken, was heißt denn dieses C jetzt? Aber abgesehen davon, wenn wir von Basisthemen reden, wie jetzt gerade, kommen Ladungen so gut wie nie vor. Also Ladungen sind sehr gut, um diese Grundzusammenhänge zu beschreiben, was ist ein Kondensator und diese Dinge. Aber wenn ich später dann irgendwie diese Bauteile anschaue, dann sind die größten, mit denen ich arbeite, immer Volt und Ampere und nie Coulomb. Also die Ladungen, die haben dann eine untergeordnete Rolle, wenn man interessantere Beispiele löst. Und darum ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich hier in beiden Fällen ein C verwende als Zeichen. Das sind ja Großbuchstaben. Das sind alles Großbuchstaben. Das ist halt hier ein klein gesetzter Großbuchstabe. Das sind kleine Großbuchstaben, genau. Und das kann der Experte sicher daran erkennen, wie die Enden von diesem C sind, wenn man da hineinzoomt, dass das irgendwie da diesen Strich so hat und ansonsten wäre es irgendwie geschnörkselt oder was weiß ich. Oder ein kleines C irgendwo im Fließtext. Übliche Einheiten. Ah, ja, genau. Wo ist übliche? Da, genau. Da, ja, in genau den da. Üblichen, da. Genau, und da haben wir dann ein Kügelchen statt diesem Strich. So, siehst du das? Nicht, also beim kleinen C ist ein Kügelchen und beim großen ist ein Strich. Ja, da. Na, wenn ich einen anderen Font verwenden würde, wäre es natürlich wieder ein völlig anderes C. Das habe ich ja jetzt schon hier, dass ich. Weil das ja der Kursive und das der Nicht-Kursive ist. Okay, also das ist ein Farad, Coulomb pro Volt. Und sagt uns quasi, wenn ein Kondensator zum Beispiel, weiß ich nicht, 42 Farad hat, das heißt, wenn ich eine Spannung von einem Volt erzeugen möchte, wie lang muss ich einen Strom von einem Ampere durchfließen lassen? 42 Sekunden. 42 Sekunden, genau. 42 Sekunden sind es 42 Coulomb. Und wenn der 42 Farad hat, hat er 42 Coulomb pro Volt. Und das heißt, ich komme dann genau auf meinen 1 Volt Spannungsabfall. Gut, was für uns zum Experimentieren ein bisschen blöd ist, es gibt praktisch keine Kondensatoren, die so Farad haben. Also es gibt es inzwischen schon, es gibt diese Supercaps und so, die verhalten sich leider halt nicht mehr so schön wie ein idealer Kondensator. Die haben dann so einen kleinen Beipackzettel, was man mit denen machen darf und was man mit denen nicht machen darf, sonst werden sie kaputt. Ja, du, es gibt Speicherkondensatoren für die Bremsenergie in Elektroautos. Das geht nochmal in ganz andere Größenordnungen. Aber für uns in der Elektronik, also jetzt nicht irgendwie in irgendwelche Energietechnik-Sachen, sondern in der Elektronik, da findet man so gut wie nie ein Farad. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Audioschaltung mache und ich möchte irgendwie einen hübschen Tiefpassfilter machen und ich rechne mir aus, was brauche ich für Bauteile, und dann komme ich darauf, naja, mit einem 100 Ohm Widerstand und einem 2 Farad Kondensator ist es genau richtig, dann weiß ich schon, ich bin da irgendwo da bin ich irgendwo falsch. Also ich muss dann irgendwie meine gesamten Dinge ändern, zum Beispiel, dass ich da dann 100 Ohm, 100 Kilo Ohm nehme, dann könnte ich darüber nachdenken, einen 2 Millifarad Kondensator zu nehmen. Der ist zwar schon groß, weil ein Milli kommt hier nicht mehr vor, ich fange hier an beim Mikrofarad, aber also Farad ist eine große, riesige Einheit. Und was man halt häufiger findet, ist Mikrofarad, Nanofarad und Picofarad. Wobei über die Nanofarad kann man Religionskriege führen. Das ist so wie mit Texteditoren oder Betriebssystemen. Die waren nämlich lange unüblich, weil es nämlich schwierig war, Bauteile zu bauen, die so im 2- bis 3-stelligen Nanofarad-Bereich waren. Und es gab halt Prozesse, mit denen ich Mikrofarad-Kondensatoren bauen kann. Und es gab Prozesse, mit denen ich Picofarad-Kondensatoren machen konnte. Und dann sind diese Prozesse einfach dann, die sind halt bis in mehrere tausend Picofarad gegangen. Aber man hat das nicht der Rede wert gefunden, dass man dann irgendwie
in allen Kondensatoren, die die Firma baut, für die drei größten dann Nanofarad verwendet, sonst waren halt 1000 Picofarad. Und wenn ich solche Kondensatoren baue, dann habe ich halt gesagt, naja, der hat halt 0,1 Mikrofarad. Aber das Nanofarad gab es lang nicht so weit verbreitet. Inzwischen gibt es quasi für den ganzen Bereich Bauteile und damit gibt es dieses Nanofarad. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Bauteile bestellt und sucht bei DigiKey und ich sage, ich brauche jetzt einen, weiß ich nicht, 10 Nanofarad Kondensator, dann kann es sein, dass man zweimal suchen muss, bis man das richtige Bauteil findet, dass man einmal eingibt 10 Nanofarad und dann einmal eingibt 10.000 Picofarad, weil irgendwie die Hälfte der 10 Nanofarad Kondensatoren eingetragen wurden mit 10.000 Picofarad. Und da gibt es eben Leute, die strikt gegen das Nanofarad sind und immer noch sagen. Die andere Hälfte mit 0,01 Picofarad. Nein, weil das halt dieses Prozessabhängige ist. Nicht? Also ich werde das für ein Elko verwenden und das für irgendeinen Keramikscheibenkondensator. Und genau dieses Loch dazwischen hat er dann quasi bewirkt, dass sich niemand für Nanofarad als Einheit interessiert hat. Also ich glaube, da werden wir jetzt noch zwei Generationen von Elektronikbastlern erleben. Und wenn es nicht viele Leute wie mich gibt, die Leuten erzählt, dass es diesen Religionskrieg überhaupt gibt, dann wird das verschwinden und niemand wird sich mehr dafür interessieren, ob Nanofarad eine richtige Einheit ist oder nicht. Gut, also, das sind die Farads. In welcher Reihenfolge machen wir? Ich habe ein Experiment vorbereitet. Wollen wir zuerst diese Übung rechnen, wollen wir zuerst das Experiment machen? Wer ist für die Übung rechnen? Wer ist fürs Experiment? Es sind, glaube ich, mehr fürs Experiment. So. Du wirst für die Übung rechnen, zur Strafe bist du Kamerakind. So. So. Du brauchst eben noch ein bisschen, gell, bis das aufgebaut ist. Willst du mal die Übung rechnen? Nein, nicht. Okay. Ob ich so lange brauche? Werden wir gleich sehen. Open Capture Device. Def. Media 1. Yeah. Haha. Gut. Ich brauche ein neues Kamerakind. Magst du? Ich muss. So. Nochmal. So, passt das? Gut. Also ich werde dir mal den Schaltplan aufzeichnen, aber du kannst quasi, damit die, ich sollte mal hier auf Mikroampere gehen. So. Dann lege ich das irgendwie so hin, damit man es von deiner Seite irgendwie lesen kann. Das ist die Frage, was für dich bequemer ist. Aber ich glaube, es ist schöner, wenn du ihn auch sehen kannst. Okay, ich zeichne mal kurz auf, was mein Versuchsaufbau hier ist. So. Ich habe eine Spannungsquelle, das ist eine 9 Volt Blockbatterie. So. Und dann habe ich... hier ist so ein Schieberegler. Ja. Den kann ich da rauf und runter bewegen. Wenn er nicht. Gut, und mit diesem Schieberegler kann ich jetzt quasi einen Widerstandsspannungsteiler verändern. Also im Grunde gibt ein eigenes Symbol dafür, wir lassen das jetzt mal. Im Grunde habe ich hier zwei Widerstände, die haben in Summe immer 10 Kiloohm, aber diese 10 Kiloohm verteilen sich halt je nach Reglerstellung mehr auf den oberen oder mehr auf den unteren dieser beiden Widerstände. Und damit hätte ich hier quasi einen klassischen Spannungsteiler. Und wenn wir nur ganz kleine Ströme entnehmen, das ist sozusagen die Idee an diesem Experiment, wenn wir nur ganz kleine Ströme entnehmen, dann verhält sich das auch so wie eine Spannungsquelle. Wenn wir dann mehr Ströme entnehmen, dann ist es irgendwie
Das ist immer noch eine Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand, nämlich die Parallelschaltung von den beiden. Aber wir betrachten das nicht, sondern sagen quasi, ich kann hier eine Spannung einstellen und das ist die Spannung, die wir an einen Kondensator legen, und zwar einen ziemlich großen Kondensator, damit wir halt hier noch irgendetwas sehen können. Ich habe ja zwei Multimeter, und da vielleicht das ein bisschen hoch, damit man die Vogelperspektive sehen kann von diesem Experiment. Und auf diesem Multimeter hier kann man die Spannung sehen, die an diesem Kondensator abfällt. Wenn du an diesem Rad drehst, kannst du fokussieren. Mhm. Also das schwarze Multimeter, das ist die Spannung am Kondensator in Volt. Und das grüne Multimeter ist dieser Strom hier. Der Strom, der in diesen Kondensator hinein und heraus fließt, und den messe ich in Mikroampere. Also da messe ich relativ kleine Ströme. Und wir sehen, die Spannung ist im Augenblick 4,41 oder 4,47, wer weiß das so genau, Volt, konstant, weil ich ändere an diesem Fader nichts. Und der Strom, der fließt, ist 0. Also das ist in einem eingeschwungenen Zustand. Das heißt, solange ich hier eine konstante Spannung habe, auf die ist dieser Kondensator geladen, warum sollte der Strom fließen? Wenn Strom in den Kondensator hinein und hinaus fließt, verändert er ja seine Spannung. Jetzt kann ich aber hergehen und ich kann von extern die Spannung verändern. Und der Kondensator muss mit dieser Spannungsänderung mitgehen. Wenn ich da jetzt an dem Schieberegler bewege, dann fließt da entsprechend Strom in den Kondensator hinein oder Strom aus dem Kondensator hinaus. Wobei die Vorzeichen von dem, was die Messgeräte zeigen, so sind, dass das die Bezugsrichtung ist. Also wenn quasi ein positiver Strom ist, dann fließt der in den Kondensator hinein. Gut, was wird jetzt also passieren, wenn ich die Spannung erhöhe, indem ich mit diesem Fader nach oben gehe? Wird dann Strom in den Kondensator hineinfließen oder Strom aus dem Kondensator hinausfließen? Hineinfließen. Gemäß diesem Bezugssinn. Nicht? Also hier unten fließt er dann wieder hinaus. Weil das darf man nicht vergessen. Also bei den meisten Beschreibungen von Kondensatoren, die werden so beschrieben, als wenn ein Kondensator sowas wie ein Eimer ist, wo man halt irgendwie Wasser reinleeren kann, dann kann man es wohin tragen und das Wasser wieder rausleeren. Und dann sagt man, die Gesamtladung, die in den Kondensator hineingeflossen ist, aber es ist natürlich immer ein Durchfließen. Also das Kirchhoffsche Stromgesetz gilt auch hier noch, so viel wie auf der einen Seite reinkommt, muss auf der anderen Seite auch wieder rauskommen. Aber er zählt quasi mit, wie viel ist denn durch ihn durchgeflossen und dementsprechend ändert er was. Gut, also ich erhöhe die Spannung, der Strom fließt hinein, haben wir gesagt. Da fließt Strom? Ja, weil das nicht super konstant ist und wir haben hier Mikroampere. Gut, also werde ich diesen Regler hier mehr oder weniger langsam nach oben bewegen und wir sehen dann hoffentlich, so bin ich nicht im Bild, klar. Wir sehen dann hoffentlich, dass die Spannung hier zunehmen wird und wir hier einen positiven Strom sehen. So. Und da schaffe ich das grob, naja, gehen wir vielleicht mal auf Milliampere. So. Verdeckt das Messgerät? Entschuldigung. So. Das hat einen Wackelkontakt irgendwo. Können wir das da übersiedeln? Dann hat es, glaube ich, auch mehr Licht. Ja, klar, natürlich. Aha. So. Diese Aufbauten sind leider nie so. So. Also ich gehe rauf. Wir sehen einen positiven Strom. Ich lasse los und es dauert eine Zeit lang, bis sich das wieder einschwingt, aber jetzt ist er wieder null. Ich gehe mit dem Regler runter, das heißt, ich verringere die Spannung an dem Kondensator. Und jetzt sehen wir, dass Strom aus diesem Kondensator hinausfließt. Da haben wir eben hier dieses Minusvorzeichen. Und ich lasse es wieder los und dann wird das wieder sich einfangen auf einen neuen Wert. Also so können wir das hier sehen, dass diese Relation zwischen Strom, der fließt, und Änderung der Spannung,
dass das nichts Ausgedachtes ist, sondern dass das was tatsächlich Existentes ist. Wenn ich diese Spannung erhöhe, muss gemäß diesem Bezugssinn Strom hineinfließen. Wenn ich die Spannung verringere, muss gemäß diesem Bezugssinn Strom wieder herausfließen. Man kann sich ein bisschen vorstellen wie eine Batterie, die ich laden oder entladen muss, nur dass Batterieladen und Entladen ein hochgradig nicht linearer Vorgang ist. Das ist jetzt nicht so, wenn ich quasi 1 Ampere durchschicke und ich tue das für einen gewissen Zeitraum, dann nimmt die Spannung sukzessive zu. Und wenn sie entladen wird, auch nicht. Und hier beim Kondensator habe ich wirklich einen linearen Bezug zwischen diesen beiden Größen. Das heißt, wenn ich dort einen Strom konstant durchschicke, dann wird die Spannung in jedem Zeitintervall gleichermaßen konstant zunehmen. Und dieses Verhältnis dieser beiden Größen, das ist eben die Kapazität dieses Kondensators. Große Kapazität heißt, ich muss diesen Kondensator mit viel Ladung bewerfen, damit sich etwas an der Spannung tut. Und ich habe hier einen vergleichsweise großen Kondensator genommen. Ich weiß, du sagst jetzt gleich, du hast einen 22 Farad Kondensator daheim, aber es ist gemessen an dem, was es an Kondensatoren gibt, ist dieses Ding hier schon ein größeres Bauteil. Ich glaube 470 ja. Mikro. Ja, 74 Mikrofarad. Damit wir hier eben noch sinnvolle Messgrößen bekommen. Aber wenn wir da einen kleinen Kondensator haben, dann wird das so schnell geladen und entladen auch, dass wir dann nur das Rauschen sehen und nicht wirklich diesen Prozess, den ich hier gern zeigen möchte. Gut, also das ist der Bezug zwischen Strom und Spannung, gezeigt an einem Experiment. Und was wir hier auch sehen, dazu kommen wir dann im nächsten Block, dass wenn ich hier zum Beispiel sprunghaft jetzt ändere, die Spannung, also ich tue jetzt die Spannung sprunghaft hochdrehen, dann sehen wir, das hat ein bisschen gedauert, bis das System nachgezogen ist. Und das ist eben, weil durch diese Widerstände dieser Strom erst durchfließen muss. Und wenn durch die Widerstände der Strom durchfließt, dann kommt das quasi der Spannungsänderung hier entgegen und damit sind das nicht mehr so sprunghafte Vorgänge, sondern etwas, was ein bisschen ausgeglättet wird über die Zeit. Und wie dieses Ausglätten ausschaut, das werden wir uns gleich im nächsten Block anschauen. Gut, Fragen zu dem Experiment? Der Strom hier ist gleich dem hier. Weil das ja quasi hier, also ich könnte sagen, das ist ein Knoten und da muss genauso viel reinfließen wie raus. Sonst Fragen? Gut, ein Strom von 3 mA fließt durch einen Kondensator mit einer Kapazität von 470 Mikrofarad. Wir wollen wissen, wie sich die Spannung entwickelt. Das heißt, wir haben eine Stromquelle und diese Stromquelle lädt einen Kondensator. Das ist unser Versuchsaufbau. Da haben wir unser I und dieses I ist eben 3 mA. Und dann haben wir hier das U und dieses U, das ist gefragt. So. Wie finden wir dieses U raus? Immer die gleiche Strategie. Wir suchen irgendwelche Formeln, die wir schon kennen, die zufällig die Größen beinhalten, die wir kennen. I mal T ist C mal U. Ja, perfekt. Das ist die. Das ist quasi das erste zoologische Gesetz, wobei wir die Q ersetzt haben, die linke Q, durch I mal T. Nicht? Wir wissen das ja schon, dass das ist im Grunde die Definition von Strom oder Ladung, je nachdem, warum man es definiert. Nicht? Wenn ich die SI-Einheiten hernehme, ist eigentlich Strom eine Basiseinheit und aus dem Strom heraus muss ich die Ladung definieren. Ich finde es anschaulicher zum Schaffen von einem Weltbild im Kopf, wie die Dinge zusammenarbeiten, sich die Ladung als Basisgröße vorzustellen und eben den Strom daraus abzuleiten. Also wir nehmen einfach das da, I mal T ist C mal U. Gut, und das wollen wir jetzt umformen nach dem U, das ist ja die Größe, die wir nicht kennen. Die anderen kennen wir, das I ist gegeben, das T ist eine veränderliche. Das wird jede Sekunde um 1 mehr.
Und das C ist eben der Bauteilparameter. Und was haben wir da genommen? 470 Mikron. Gut, das heißt, wir können das umformen und können sagen, U ist gleich I mal T durch C. Oder ich schreibe es anders an. Ich schreibe I durch C mal T. Also es ist nur eine kleine Veränderung, die ich da gemacht habe, das T einfach rausgenommen, weil das hier ist konstant. Es ändert sich wieder die Kapazität von dem Kondensator über die Zeit, noch ändert sich der Strom, nicht? Weil wir haben 3 mA, die konstant fließen. Das heißt, wenn wir jetzt hier stehen haben, U ist eine Konstante mal T, wie wird dann das U ausschauen? Eine Gerade durch Null. Schön. Wieder eine lineare Funktion, wir mögen lineare Funktionen. Und ich sage, hier ist mein T, da ist mein U. Dann hätten wir hier eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden, vier und fünf wollen wir noch haben. Gut. Und dann haben wir hier eine Gerade, die durch diesen Nullpunkt durchgeht und eine konstante Steigung hat. Was ist die Steigung von dieser Gerade? I durch C, genau. Macht auch anschaulich Sinn. Also ich zeichne das mal da so ein und dann sage ich hier, diese Steigung ist I durch C. Wenn ich einen größeren Strom verwende, dann lädt sich der Kondensator schneller. Das heißt, diese Gerade muss viel steiler sein. Wenn ich einen größeren Kondensator verwende, denkt wieder an dieses Kolbenbeispiel, nicht? Dann hat die reinströmende Flüssigkeit viel mehr Platz und der Prozess geht nur langsamer vonstatten. Ich brauche mehr Flüssigkeitsmengen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Das heißt, aus der Anschauung macht dieses I durch C auch durchaus Sinn. Das ist nicht nur was, was wir jetzt irgendwie abgeleitet haben aus diesen bekannten Gleichungen. Ich mache so einen Strich, damit man sieht, dass das zwei verschiedene Gleichungen sind. Gut, und jetzt müssten wir quasi nur noch sagen, was ist dieser Punkt hier? Ist I durch C mal eine Sekunde. Das heißt 3 durch 470 und dann halt 3 Milli durch 470 Mikro. Ja, das bin ich. So. Restart Maxima, sehr schön. 6,4. Ah! Minus 3 durch 470 E minus 6. So, kommt das bei dir raus? Ja. Gut. Also, das heißt, wir haben 6,38, schieß mich tot, Volt nach einer Sekunde. Was haben wir nach 2 Sekunden? Das Doppelte. Das Doppelte, genau. Also damit brauchen wir jetzt eigentlich den Rest nicht mehr rechnen und hinschreiben, sondern wir haben verstanden, was passieren wird, wenn wir einen konstanten Strom durch dieses Bauteil durchschicken. Gut, die zweite Frage ist interessant. Welche Energiemenge ist nach 1, 2, 3, 4 und 2 Sekunden im Kondensator gespeichert? Ich glaube, das ist ganz kompliziert. Ja, I mal C. Was ist denn Energie? Ja, also wir haben elektrische Dinge. Wir versuchen jetzt irgendwie von unseren elektrischen Dingen zu Energie zu kommen. Und da gibt es zwei Definitionen, die interessant sein können, die wir heute uns angeschaut haben. Was ist denn das Erste, wie ich mal irgendwie von meinen elektrischen Größen einen Schritt näher komme zur Energie?
Ja, das ist schon die Energie. Watt, genau. Watt ist die Leistung. Und wie ist die elektrische Leistung? Wie kann ich mir die ausrechnen? Spannung mal Stromstärke. Spannung mal Strom, genau. Also wir wissen, P, die Leistung, ist gleich U mal I. Das heißt, ich kann mir zu jedem beliebigen Zeitpunkt hier ausrechnen, was die Leistung ist. Und dann muss ich halt nur noch mir überlegen, okay, wenn die Leistung konstant wäre, über die ganze Zeit das einfach, nicht? Weil dann nehme ich diese konstante Leistung und ich multipliziere das mit der Zeit. Aber I ist konstant. I ist konstant. Und damit kann ich eigentlich, also mit, das ist die halbe Fläche vom Rechteck. Ja, du bist wieder, super, du bist wieder 2 Schritte weiter als ich. Aber der erste Punkt, super, das I ist konstant, nur das U ändert sich. Und für das U haben wir schon eine Grafik. Wie schaut denn jetzt die Grafik fürs P aus? Genauso, ich muss nur die Skalenbeschriftung hier ändern. Weil ich ja quasi immer den Spannungswert nehme und mit einem konstanten I multipliziere. Und damit ändert sich dann quasi hier die Skalenbeschriftung. Aber das Bild ist immer noch gleich. Es ist eine lineare Funktion, die durch diesen Nullpunkt geht. Ich mache jetzt einen kleinen Trick und ich nehme da meine rote Farbe und trage mit der roten Farbe hier quasi daneben ein P. Und damit zeige ich quasi jetzt die Y-Achse hier, ist jetzt meine Leistungsachse. Jetzt habe ich aber das Problem, dass das eben keine konstante Leistung ist. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich nehme die Leistung mal Zeit. Weil welche Leistung nehme ich? Nehme ich die Leistung hier nach den 5 Sekunden, nehme ich die ganz am Anfang, 0, dann ist nie Energie dran. Irgendwie passt das nicht ganz. Und die von euch, die sich noch an Integralrechnung erinnern können, die wissen natürlich, ihr könnt jetzt quasi hergehen und könnt jetzt sagen, ich nähere das durch solche Säulen hier. Man kann es dann auch genauer machen, man kann Trapeze zum Beispiel nehmen, da würden sich gut Trapeze eignen, um sich diese Funktion. Okay. Also ich nehme solche Säulen und dann rechne ich quasi die Energie von jeder Säule aus und die zähle ich zusammen. Und ich sage, okay, wir nehmen halt, die Säulen sind hier schmal genug, es ist nicht wichtig, ob wir ganz links oder ganz rechts sind in der Mitte. Es kommt immer fast das Gleiche raus. Wir sind Ingenieure, da kann man so arbeiten. Und wenn die Säulen infinitesimal klein sind, dann lassen das sogar andere Disziplinen noch durchgehen, dass man so arbeitet. Okay, also ich nehme da irgendwo das und das multipliziere ich dann mit dieser Zeit, dann habe ich Energie in dieser ersten Säule. Und dann nehme ich irgendeine Leistung aus der zweiten Säule, multipliziere es wieder mit diesem Zeitschritt und das summiere ich auf. Und was mache ich damit? Naja, damit berechne ich diese Fläche hier. Weißt, ich nähere diese Fläche durch Säulen. Aber eigentlich ist das total schwachsinnig, ein Dreieck durch Säulen zu nähern. Also wir können auch einfach ein Dreieck mit einem, das ist ein rechtwinkliges Dreieck, wir gehen bis 5 Sekunden zum Beispiel. So. Und ich nenne jetzt diesen Punkt hier, das nenne ich jetzt P5. Die Leistung zu einem Zeitpunkt 5 Sekunden. Was ist jetzt dann das der Flächeninhalt von diesem Dreieck hier? P5 mal 5. Genau, also ich nehme diese Seitenlänge hier, das ist 5 Sekunden. Ich nehme diese Seitenlänge hier, naja, das ist eben dieses P5. Und damit kann ich hier sagen, die Energie, die dieser Fläche entspricht, also in dem Fall ist die Fläche nicht Quadratmeter, weil wir haben halt hier nicht Meterbeschriftung, sondern Zeit und Leistung. Und dann kommt halt Energie raus. Die Energie dieser Fläche entspricht das eben jetzt genau 5 Sekunden mal P5 und dann halbe, weil wir halt nicht dieses Rechteck hier haben, sondern nur das untere Dreieck. Und das halbiert natürlich dieses Rechteck, was wir hätten bei P5 mal 5 Sekunden. Also wir kommen eben zu diesem Problem, Berechnen des Flächeninhalts von der Fläche unter einer Kurve. Und das kann man eben auch mit Integration machen. De facto haben wir jetzt da was Einfaches integriert. Ja.
Aber diese einfachen Sachen, das kann man sich eben noch so anschaulich überlegen, ohne dass man jetzt anfangen müsste, formal sich darüber nachzudenken, wie man diese Dinge denn integrieren kann. Aber Maxima zum Beispiel kann gut integrieren, läuft überall, ist frei. Und für die Sachen, die man so Wald- und Wiesenintegrale kann das super lösen. Also nicht nur Wald- und Wiesen-Dreiecksberechnungsintegrale, sondern auch noch anspruchsvollere Dinge. Sollen wir es ausrechnen für 5 Sekunden? Kann man machen. Aber ist das spannend? So. Das Problem ist, dass ich diese 470 Mikrofarad gewählt habe. Dann wird alles uninteressant. Da kommen so grausliche Zahlen drauf. Was? 300? 300 Joule. Was haben wir für eine Leistung gehabt für 1 Sekunden? Wir haben Spannung haben wir gehabt, was? 6 Volt? 6,3. Also 6 Volt. 6 Volt mal 3 Milliampere sind 18 Milliwatt. Mal eine Sekunde. Sind 18 Millijoule. Und jetzt müsste man halt dann sich überlegen, nach 5 Sekunden haben wir 6 mal. Ach Gott. So. Also $1 mal 5 Sekunden. Halb. 15 Watt. Bitte? Okay. Da haben wir was? 3,1? Nein, was? Irgendwas war hier falsch. Wir haben das I vergessen. Genau, danke. Das ist das Problem, wenn man hier dann alle Einheiten wegwirft, man kriegt dann was völlig anderes raus und denkt sich, super, eine Zahl. Und aber natürlich, mal 3e minus 1, 3e minus 3, mal so. Was? Halbe. Genau, passt. Gut, wenn wir da jetzt 5 machen, sind wir auf knapp 50 Milliwatt. Ohne Gewehr. Zahlen. 0,24 Joule. Du kommst auf 0,24 Joule. Ja, also du kommst auf 250 Millijoule. Und warum komme ich da auf 50 Millijoule? Das schauen wir uns vielleicht in der Pause an. Hast du Joule, hast du Watt gesagt? Wir müssen Joule sein, weil ich habe da die 5 Sekunden drin. Na dann. Aber das ist für eine Sekunde. Das heißt, da müssen wir noch ein 5-mal machen. Das T ist natürlich im Quadrat drinnen. Gott. Es wäre viel einfacher, wenn ich heute den Term integrieren würde. T Quadrat halber, natürlich. Und damit sage ich hier O6. Ja. Passt. Ich wollte nur noch kurz allgemein, ist dann die Energie immer das Integral der Leistung nach der Zeit? Ja. Genau. Das ist genau die Aussage, die ich jetzt gerade versucht habe, ein bisschen zu umschiffen, damit es nicht zu viel Maths-Speak wird. Aber ja, es ist genau das. Also das ist gut, also das ist die Energiemenge. Mit glücklicherweise prüft mich niemand ab. Gibt es noch Fragen dazu? Bleiben wir kurz da noch und dann sind wir fertig mit diesem Block. Du könntest ein Skript um eine einfache Formel für die Energie aufnehmen. Das ist eine einfache Formel für die Energie drin. Und Energie ist Leistung mal Zeit. Irgendwo steht das. Nein, für die Energie im Kondensator. Für die Energie im Kondensator? Ja, es ist eine.
Aber gut, sie interessiert die Informatiker ja nicht so. Genau, es ist. Das Wesentliche ist dieses T-Quadrat halb, also das T-Quadrat. Das T-Quadrat ist das Wichtige, dass da irgendwas drinnen ist, was sich quadratisch verhält und nicht doppelte Zeit heißt doppelt so viel Energie, sondern doppelte Zeit heißt viermal so viel Energie, wenn ich mit einem konstanten Strom lade. Und meistens interessiert eigentlich nicht die Energie, die am Kondensator gespeichert ist, sondern meistens verwendet man das halt, um irgendwelche Signalpegel zu glätten oder... Also man interessiert sich eher für Dinge wie den Hochfrequenzwiderstand von diesem Kondensator. Also ich habe gesagt, bei einem Megaohm hat der Kondensator, bei einem Megahertz hat der Kondensator so und so viel Ohm Betrag und dann halt irgendwie in Richtung einer komplexen Ebene. Dazu kommen wir alles noch. Wird sehr lustig. Im Augenblick reicht uns das Energie im Kondensator. Das ist eine interessante Überlegung, aber das ist noch Energie zum Kondensator. Jetzt sehen wir das nie wieder, dieses Thema. So, wir haben diesen Kondensator aus dieser Übung vorher und wir laden den jetzt nicht mit einer Konstantstromquelle, sondern wir laden den einfach, indem wir eine 9 Volt Batterie mit einem Widerstand anschließen und warten, bis kein Strom mehr fließt. Jetzt ist die Frage, wie viel Energie ist dann in diesem Kondensator gespeichert, wenn ich den auf diese Art und Weise lade? Und nicht ausrechnen, keine Zahl. Eine Strategie, wie wir mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben, zu dieser Größe kommt. Es kann nur so viel Energie drinnen sein, wie dieser Kolben hin und her bis eine Spannung von 9 Volt aufgebaut ist. Ja, genau, das heißt, dass es zuerst einmal leicht geht, den Kolben zu schieben und dann immer schwerer. Ja. Das heißt, das wird irgendwie eine Kurve sein, die so hoch rennt. Das ist das, was wir bis jetzt schon haben. Wir haben dieses T-Quadrat drinnen, wenn wir jetzt viel konstanten Strom laden. Wir haben ja nicht. Wir haben jetzt beschlossen. Genau. Jetzt, ja, aber jetzt kommen wir zu, dann bist du nicht auf. Natürlich kann man das so machen, aber du bist nicht auf der Antwort, auf die ich quasi aus war. Na, egal wie hoch der Vorwiderstand ist, der Kondensator wird nachher 9 Volt haben. Genau. Irgendwann wird er nahe genug bei 9 Volt sein, dass sich kein Schwein mehr darum schert, dass das eine exponentielle Leerung ist. Genau. Spannung fließen geht grundsätzlich mal nicht. Das ist ein. Genau. Ja, das ist, ich glaube, du meinst genau das, was ich raus möchte, es ist ein bisschen so formuliert. Also die Frage ist quasi, wenn ich zwei Kondensatoren neben mir stehen habe, die sind beide auf 9 Volt geladen und der eine ist geladen mit einem Vorwiderstand einer 9 Volt Batterie und der andere mit einer Stromquelle, gibt es dann irgendeinen Unterschied darin, wie viel Energie in diesen Kondensatoren gespeichert ist? Nein. Genau, und das ist eben der Punkt, dass ich einfach sage, okay, wenn ich eine Art habe, mit einer Konstantstromquelle mir auszurechnen, was die Energie da drin ist, dann ist es einfacher, genau diesen Weg wieder zu gehen. Wenn ich zuerst sage, wie lange muss ich eigentlich mit der Konstantstromquelle laden, damit ich auf 9 Volt bin, und dann setze ich die Formel ein, die wir gerade vorher uns ausgedacht haben, wie ich mit dieser Zeitspanne, dieser Ladungsmenge, auf eine Energieäquivalenz komme, wie viel Energie da hineingeflossen ist. Also das ist eine sehr, sehr wichtige Strategie. Man braucht das so gut wie nie, dass man sich überlegt, wie viel Energie ist am Kondensator. Aber diese Strategie, dass man quasi über zwei Wege zum gleichen Ergebnis kommen kann und gegeben ist im Grunde ein Ergebnis, dann kann es manchmal sinnvoll sein, die Informationen wegzuwerfen, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin und einfach eine andere Vorgeschichte mir zu überlegen, die es mir aber einfacher macht, eine gewünschte Größe auszurechnen. Und das ist eben so ein typisches Beispiel, wo es einfacher ist, die ganze Sache mit dem Vorwiderstand und 9 Volt Batterie wegzuwerfen, einfach sozusagen, wir laden mit einem konstanten Strom, bis wir 9 Volt erreicht haben. Und dann ist die Mathematik zum Ausrechnen viel, viel einfacher. So, das war dann wieder das Ausrechnen, das lassen wir mal, das kann man dann Experimentiergruppe oder was auch immer.
Und dann eben diese Frage, kann die Spannung am Kondensator eigentlich die Spannung an der Batterie erreichen, die da ja schon jetzt aufgebracht worden ist, aber im Wesentlichen ist das der Inhalt von dem nächsten Block. Gibt es noch Fragen zu dem? Michael?